Ja, jetzt müsst ihr mal richtig tapfer sein. Jetzt habe ich eine richtige Ikone der Grünen mal ans Brett gehängt, hätte ich beinahe gesagt. Das ist hier Anton Toni Hofreiter in der ganzen Schönheit, wie er existiert. Er hat sicherlich auch die Haare schön gemacht bekommen da. Ich möchte mal wissen, was der da so im Monat dafür Friseur und Schminke verhackbrezeln tut. Aber naja, so schön wie Annalena Baerbock wird er trotzdem nicht werden. Aber er hat ja so dieses fast AfD-Blau an vom Anzug. Seines Zeichens einer der größten Wehrdienstverweigerer, neben vielen anderen in der aktuellen Bundesregierung auch, der am lautesten nach Waffen schreit und nach Krieg schreit und Putin als sein Feindbild aufgebaut hat, damit er ja eine, sage ich mal, eine Existenzberechtigung überhaupt hat. Überhaupt nicht an Frieden oder solche Sachen interessiert, weil dieses ganze Problem unten in der Ukraine, das muss ja am Köcheln gehalten werden, weil Putin muss ja beschäftigt werden. So wie Hofreiter, bei ihm ist es ja nur so gewesen, er hat ja nur selber zugegeben, er hat den Wehrdienst damals verweigert. Und er kann sich aber wehren, er ist während seiner Zeit, er hat ja, glaube ich, irgend so ein Biologiestudium oder was gemacht, durch ein ist er irgendwo da in so einem Busch gewesen und da hat er natürlich hochwertige Fotoapparatur gehabt. Und da sind dann so ein paar mit einer Machete angekommen, so ein paar Buschräuber und wollten ihm das wegnehmen. Und er hat dann seine Machete gezogen, hat damit rumgefuchtelt und hat die vertrieben. Das war dann so seine größte angedeutete Gewalttat, die er in seinem Leben gemacht hat. Das Pech ist ja natürlich für uns gewesen, dass diese angeblichen Buschräuber, dass sie ja nicht so viel konnten. Die hätten das Problem ja ganz einfach da unten lösen können. Dann hätten wir das Problem heute nicht. Also auf die Typen ist auch kein Verlass mehr. Den hätten sie ja wohl auch nicht wiedergefunden. Aber jetzt müssen wir ja mit ihm ja Vorlieb nehmen, mit dieser kriegsgeilen Partei. Und wie gesagt, er ist ein richtig großer Kriegstreiber. Er kennt sich ja mit den ganzen Waffensystemen jetzt, die da sind, aus. Ich denke sogar bald, dass er schon bald dabei ist, auf die Torpedos und auf die Taurus, die er am liebsten liefern würde, dass er noch sein Autogramm raufgeben würde, wenn sie die nach Putin rüberschicken. Wenn es nach ihm gehen würde, würden die ja auch sicherlich schon längst der Russland eingreifen. Das ist ja genau wie der CDU-Macker der Kiesewetter, der ist ja so kriegsgeil, der kann es kaum abwarten, dass die Taurus, dass die dann nach Russland rüberfliegen. Also dass, wenn wir die CDU wählen, können wir auch gleich die Grünen wählen und dann haben wir den totalen Krieg. Also, wie gesagt, das sind diese Leute, die völlig neben der Spur sind, die eine richtig kranke Ideologie haben und sich ein Feindbild aufbauen. Und das hatte ich ja, wie gesagt, in dem vorigen Video auch mit Annalena Baerbock gezeigt, wie die davor stehen vor der großen Leinwand und Putin läuft darüber. Also, sie sind richtig indoktriniert drauf. Feindbild, Feindbild, Feindbild. Und treiben dieses ganze Kriegsspiel mit Vehemenz weiter. Und ich frage mich auch, wie kann man denn so geistesgestört sein, auch als Grünen Wähler, solche Leute, die von nichts eine Ahnung haben, die nie einen richtigen Job gemacht haben, die nicht mal zu Ende studieren, noch irgendwas in dem Bereich haben, wie man solche Leute wählen kann und das nicht merkt, was da los ist. Das ist mir sowas von unbegreiflich. Und wie kann man eigentlich als deutscher Bürger so tief sinken und sowas wählen? Also das ist mir völlig schleierhaft. Was hat der Mann drauf, was Deutschland weiterbringt? Also ich kann das nicht nachvollziehen, sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist irre, was hier im Moment in Deutschland wirklich abgeht, und grausig, grausig.